In Grünheide haben am Samstag erneut Befürworter und Gegner der geplanten Tesla-Fabrik demonstriert. Diesmal protestierten sie aber getrennt voneinander. Die ca. 100 Befürworter trafen sich in friedlicher Stimmung im Bürgerpark. Dann die Ankündigung. Die Bürgerinitiative Gelb gegen Gigafactory will künftig keine Demonstrationen mehr gegen die Pläne des US-Autobauers organisieren. Auch der für Sonntag angekündigte Waldspaziergang fällt aus. Doch was war passiert? Der Grund: In letzter Zeit habe man vermehrt rechte Tendenzen bei den Demos bemerkt, sagt Redner Steffen Schorscht. Und die Tesla-Befürworter begrüßen die Distanzierung. Man sei froh, dass man jetzt endlich gemeinsam einen Dialog eingehen könnte, sagt Organisator Martin Hildebrand. Was ich noch sagen wollte, es war ja ein wirklich spontaner Einfall, irgendwie einen Flyer in einem Briefkasten hatten letzte Woche gegen diese Gegendemo, die so komische Sätze drin hatte, die so populistisch war, dass sie gesagt haben, das wollen wir nicht weiter in der Welt stehen lassen, dass das sozusagen Grünheide ist. Die Gegendemo hat gesagt, sie versteht auch, dass man mit bestimmten Leuten nicht auf die Straße gehen sollte, dass es sozusagen dieses Bild tatsächlich schief dadurch wird, dass man sozusagen einen falschen Eindruck erweckt, und hat daher gesagt, wir wollen jetzt einen anderen Weg gehen und haben die Demos eingestellt. Warum ich hier bin? Ja. Ich bin hier, weil es mir nicht darum geht, für oder gegen Tesla zu sein, sondern dafür zu sorgen, dass wir wieder in der Gemeinde zu einer Einheit werden und uns vor allen Dingen hier vernünftig miteinander unterhalten können, Argumente austauschen und nicht Parolen aus einer oder anderen Richtung schreien. Das war auch letzte Woche schon so. Also jedenfalls auf dieser Seite haben wir sehr vernünftige Gesprächspartner gefunden auch sehr ruhige vor allen Dingen und besonnene. Du hast uns ein Bild mitgebracht. Genau. Ja, ich gehe mal kurz beiseite. Ich habe ein Bild mitgebracht, Albert Einstein. Ja, so einer, wie einige werden es vielleicht wissen, Nobelpreis 1920, also vor fast genau 100 Jahren, für den photoelektrischen Effekt. Und was will er uns heute sagen? Naja, was will er uns heute sagen? Das ist die Basis gewesen, die physikalische Grundlage gewesen für die ganzen Erfindungen, die danach gekommen sind. Der Transistor beispielsweise, der Laser und alles, was wir im Rahmen der Photovoltaik haben. Ja, die Theorien hat er erfunden. Ja. Und ich möchte vielleicht auch da noch auf den Max Wertheimer mal verweisen. Ja, und er ist aber auch damals kritisiert worden und hatte ja nicht nur Freunde. Und die Story kommt uns ja heute bekannt vor. Wenn wir über den Elon Musk reden, dann hat er ja auch eine Position, die ja auch kritisiert wird. Manche bezeichnen ihn als Spinner. Ähnlich wird es Albert Einstein damals gegangen sein, ne? Genau, das ist der Punkt. Das heißt, er hat letztendlich ja die Grundfesten der Physik, des newtonschen Selbstverständnisses der Physik, ja zerstört gehabt. Und er durfte zum Beispiel bei seiner Nobelpreisverleihung nicht über das Thema Relativitätstheorie berichten. Das war sozusagen zu radikal gewesen. Dass das am Ende der Wahrheit entsprach, das ist dann wissenschaftlich natürlich auch nachgewiesen worden und hat auch eine Revolution natürlich ausgelöst, sowohl im technologischen Bereich, aber auch im gesellschaftlichen Bereich. Also die beiden Extreme haben wir ja gesehen. Und ja. Alles das klingt jetzt in meinen Ohren so, als wenn es sich jetzt wiederholen könnte. Ja, also man sollte vielleicht auch nochmal schauen, er hat ja sozusagen für das Buch von oder für den Aufsatz von Max Wertheimer die Eingangsworte geschrieben zu dem Thema Wahrheit, Ethik, Demokratie und Freiheit. Und das sind die vier Begriffe. Wir sprechen immer von unseren demokratischen Grundwerten. Wir sollten nicht nur über das Thema Demokratie sprechen, sondern auch mal über das Thema Wahrheit. Und Wahrheit nicht nur in der Wissenschaft, weil das ist ja die Wurzel der Wissenschaft, sondern Wahrheit auch in der Politik. Und in vielen Bereichen merkt man, glaube ich, dass das, was wir heute als Protestbewegung wahrnehmen, eigentlich das Gefühl ist, dass wir hier mehr oder weniger eine Einfärbung von der einen oder anderen Seite bekommen. Ja. Also hier ist ein Dialog notwendig, hier brauchen wir Wahrheit und wir sollten immer diese Grundwerte auch vor uns halten und immer reflektieren, was will die eine Seite eigentlich erreichen. Denn das, was nach 1920 gekommen ist, das wissen wir als Deutsche ganz genau. Und auch Albert Einstein hat das erlebt und auch seine Cousine wurde ja im KZ ermordet. Ja? Und ich möchte jetzt nicht diese Parallele weiterziehen, dieses Generelle, aber man sollte ein Geschichtsbewusstsein haben, weil das, was wir hier haben, ist ein technologischer Wandel, weg von fossilen Brennstoffen hin zur Elektromobilität. Und ich meine, Sie werden es wissen von Ihrem Blog, 1880, die ersten Automobile waren Elektroautos. Hallo Martin, du bist hier der Organisator, du bist der Veranstalter, du hast auch letzte Woche das schon gemacht. Rechnest du heute mit mehr Andrang? Warum machst du das nochmal? Also tatsächlich bin ich heute nicht der Cheforganisator, sondern andere aus dem Ort haben gesagt, sie wollen das auch nochmal machen. Ich bin natürlich auch mit dabei wieder, klar. Aber ich wollte betonen, dass das sozusagen aus dem Impuls von anderen Leuten hier kam, auch im Ort, die gesagt haben, das war aber gut, dass du es gemacht hast. Wir haben gemerkt, dass das eine positive Resonanz gegeben hat und wir wollen da jetzt auch mitmachen. Die Bevölkerung
hat uns wirklich geholfen hier in Grünheide. Es war ganz anders. Beim letzten Mal waren wir drei Leute, die einen Facebook-Post gemacht haben, zwei Tage vorher und mehr nicht konnten, machen konnten. Diesmal haben am Ort alle mitgemacht und wir haben hier die Freiwillige Feuerwehr, die hier die Musik bereitstellt. Wir haben einen Essensstand, die Gastronomie macht mit. Und das ist natürlich ein ganz andere Größe, ganz anderes Feedback, ganz andere Möglichkeiten. Am Sonntag, den 26.01., werden auf dem 300 Hektar großen Gelände 7 Weltkriegsbomben unschädlich gemacht. Die Rodung des Waldes soll nach jetzigem Stand Ende Februar abgeschlossen sein. Anschließend soll zügig mit dem Bau des Werks begonnen werden. Schon im Juli des kommenden Jahres soll die Produktion beginnen. Ab 2023 will Tesla etwa 500.000 Autos pro Jahr in Grünheide herstellen. Die Pläne des Unternehmens liegen noch bis zum 5. Februar öffentlich aus. Einwände können bis zum 5. März eingereicht werden. Die Bürgerinitiative Gelb gegen Gigafactory will sich nun verstärkt bei der aktuellen laufenden Unverträglichkeitsprüfung einbringen und Einwände formulieren. Ja, ich erwarte hier, dass von hier, von der Versammlung heute ein positives Signal ausgeht. Wir haben in den letzten Wochen hier viele Gegner gehört und die meisten Grünheider freuen sich auf Tesla und auf die Investitionen hier und das wollen wir heute auch zeigen. Jeder kann auch dagegen sein, das ist ja gar keine Frage. Und man kann eben auch in unserem Staat entsprechend sozusagen die Unterlagen prüfen und eine Klage einreichen, wenn man was findet, was falsch ist. Das ist eine Möglichkeit, dann wird das von externen Menschen gegengeprüft und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und dass man sozusagen nicht glaubt, dass dieses System so funktioniert, das hat mich irgendwie erschreckt. Daher, warum stehen wir hier auf der Straße? Das ist kein Thema für die Straße, sondern wir müssen halt sozusagen die Zeit eigentlich dafür verwenden, uns anzugucken, was sie da vorhaben. Und dann eben zu gucken, ob das gut oder schlecht ist. Meiner Meinung nach ist es gut, jemand anderes ist vielleicht der Meinung, es ist schlecht. Das ist sozusagen nichts, was wir hier im Kampf aus diskutieren müssen. Zum ersten Mal ist auch Grünheides parteiloser Bürgermeister Arne Christiani bei den Tesla-Befürwortern zugegen. Bisher hatte er immer alle Demonstrationen bewusst gemieden. Aber nach einer Bürgerinformationsveranstaltung am Freitag habe er nun ein gutes Gefühl, sagte er. Er schätze den Plan von Tesla, sich in Grünheide niederzulassen, vor allem wegen der Arbeitsplätze. Dennoch sehe er die Sorge der Bürger, Christiani sagt. Tesla habe angedeutet, nun doch das direkte Gespräch zu den Bürgern zu suchen. Schon bald könnte es Informationsveranstaltungen des Konzerns selber für die Grünheider geben. Unter anderem sprach er die Befürchtung vieler Anwohner an, die Trinkwasserversorgung könnte durch Tesla gefährdet werden. In den Antragsunterlagen laut Bundesemissionsschutzgesetz steht, dass die Fabrik in Grünheide für ihren Betrieb etwa 372 Kubikmeter Wasser pro Stunde benötigt. Dieser Wert sei lediglich ein seltener Spitzenwert, der nicht jeden Tag anfallen werde, schrieb Elon Musk via Twitter. Ja, und wichtig ist vor allen Dingen nochmal dieser Punkt auch mit dem Dialog. Das ist, finde ich, überhaupt, wir wollen ja heute auch nicht hier, wir machen ja keine Gegendemo zur Gegendemo, sondern wir wollen hier heute zeigen, dass wir gemeinsam einen Dialog gehen würden. Ich würde mich vor allen Dingen auch freuen, das ist auch meine Einladung, insbesondere die ganzen Umweltverbände, sich hier mit einzuklinken, weil ich meine, das Tesla ist ja nun ein großes Projekt. Wir reden über Klimawandel, wir reden über CO2-Reduktion und ich meine, jetzt haben wir hier die Chance, mit einer Technologie auch ernsthaft dieses Thema nach vorne zu bringen. Und von daher denke ich mal, dass man das gemeinsam auch diskutieren muss und dann auch abwägen muss, ob die Risiken, die eben möglicherweise hier mit der Fabrik da sind, ob die das eben rechtfertigen, das eben völlig zu verhindern, sondern eher zu sagen, das ist insgesamt fürs Weltklima gesehen sicherlich eine gute Entscheidung. Also von daher freue ich mich auf den gemeinsamen Dialog. Danke euch nochmal, bedanke mich auch gleich für die Gespräche, die wir noch haben wollen und wünsche allen dann noch ein schönes Wochenende schon mal.